Auf dem Eis ist Tatjana Malinina. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, sagen Hendrik Schamberger, Sigi Heinrich. Ein bisschen mehr dazu, was sie heute erwartet, was es schon gegeben hat, was wir insgesamt sehen werden nach der Kür in der Qualifikation der Damen, der Jungen. Ja, jung ist sie nicht mehr, der 26-jährigen Usbek. Kombination dreifach Salchow, Doppeltulup vorher, gab es Probleme beim dreifachen Rittberger. Das also Tatjana Malinina, noch einmal ein ganz herzliches Willkommen aus der Hartwall Arena in Helsinki, liebe Eiskunstlauffreunde. Was steht auf dem Programm? Die Qualifikation der Damen, Gruppe A und B. Die Gruppe A war heute vormittags bereits dran. Was da alles passierte, werden wir Ihnen im Laufe dieser Live-Übertragung natürlich noch nachreichen. Und was jetzt schon alles passiert ist, Julia Soldatova, die Russin, führt im Augenblick vor der Japanerin Suguri, die Österreicherin Julia Lautova auf dem vierten Platz, und auch Caroline Gülke war schon dran, Hendrik. Ja, die Berlinerin bei ihrem ersten Auftritt bei Weltmeisterschaften erwischte heute nicht ihren besten Tag, stürzte bei dem Rittberger und dem Flip, zeigte an drei von Sprüngen nur den Tulip, und den Salchow liegt momentan hinter Julia Lautova auf Rang 5, wird sich aber dennoch, denke ich mal, qualifizieren können für die Kurzkür am Freitag. Allerdings, wie gesagt, war heute nicht ihr bester Tag. Nichtsdestotrotz hat sie bei ihrem ersten WM-Auftritt durchaus anklingen lassen, dass sie über ein gutes Potenzial verfügt und über eine sehr, sehr
angenehme Ausstrahlung, also da wächst ein weiteres Talent heran. Man muss nicht bange sein, auch wenn eine Tatjana Schewtschenko im Augenblick ganz anderes vorhat. Sicherlich, was sie zeigen kann, zeigte sie bei den Juniorenweltmeisterschaften letztes Jahr im November in Zagreb. Sie wurde Achte, überraschenderweise die einzige deutsche Platzierung in den ersten zehn. Also ich denke, da muss man nicht bange sein um Caroline Goelke, die natürlich hier vielleicht etwas irritiert ist von der Atmosphäre. Das ist natürlich was ganz anderes als bei den Meisterschaften, die sie bislang miterlebt hat. Malinina hat das Grand Prix-Finale in dieser Saison gewonnen. Der erste Sieg für Usbekistan lebt nicht in Taschkent, wie man uns glauben machen möchte, sondern in den Vereinigten Staaten. Ist ja nach den Vereinigten Staaten gewechselt mit Roman Skorniakov 1998 und geht jetzt sogar in Führung vor Julia Soldatova. Diese Gruppe B, Henrik, ist natürlich weitaus stärker als die Gruppe A am heutigen Vormittag. Ja, diese Gruppe B hat es wirklich in sich. Schon Julia Soldatova zeigte als einzige hier eine Dreifach-Dreifach-Kombination. Salcho Tulo, wirklich unheimlich starke Leistung der jungen Russin. Eben